das Galaxy S8 und das Galaxy S8 Plus, das sind die neuen Flaggschiffe von Samsung. Und eine Sache hat sich äußerlich geändert, neben dem tollen großen Bildschirm, den wir hier ja schon gesehen haben, hat sich auch hier unten was geändert, denn mit der Größe des Bildschirms ist die Home-Taste, die es vorher noch gab, kennen Sie, verschwunden. Und das ist jetzt erstmal kein Problem, weil da gibt es eine virtuelle Home-Taste, aber die Home-Taste hatte ja vorher auch noch einen weiteren Zweck, nämlich sie war ein Fingerabdrucksensor und damit konnte man sein Gerät gut entsperren. Wenn ich hier mal so drauf gedrückt habe, zack, ist entsperrt. Dafür ist nun kein Platz mehr. Wohin mit dem Fingerabdrucksensor? Das hat Samsung sich gefragt. Gerüchte sagen, dass man ursprünglich gehofft hatte, mit so einer ganz, ganz neuen Technik den Sensor praktisch hier unter dem Display zu verstecken. Dann hätte man vielleicht so ein bestimmtes Areal oder auch einen größeren Bereich einfach abdecken müssen mit seinem Finger. Wäre erkannt worden, hört sich auch ziemlich spacey an, aber ja, hat auch wohl nicht funktioniert oder zumindest noch nicht fürs S8. Deswegen ist der Fingerabdrucksensor jetzt nach hinten gewandert. Und zwar sehen wir hier, neben die Kameralinse, hier haben wir LED-Kamera, hier ist der Fingerabdrucksensor. Jetzt vergleichen wir nochmal das S7 Edge. Da hatten wir nur die Kamera und an der Stelle, wo jetzt der Fingerabdrucksensor ist, war vorher halt die LED-Leuchte, der Blitzersatz. Und die ist jetzt auf die linke Seite gewandert und rechts ist eben der Fingerabdrucksensor. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir den Fingerabdrucksensor eingerichtet bekommen und ob das auch so funktioniert und vor allem, wie gut das funktioniert. So, jetzt gehe ich mal in die Einstellungen. Ich habe hier meinen Iris-Scan im Moment noch eingestellt. Jetzt gehe ich mal in Gerätesicherheit, Fingerabdruckscanner. Da muss ich die PIN hinzugeben und Fingerabdruck hinzufügen. Hier kommt jetzt die Anleitung. Legen Sie einen Finger auf den Fingerabdrucksensor, heben Sie ihn wieder an und wiederholen Sie dies. Ja. So, jetzt habe ich schon mal das Problem. Zeigt mir eben unten. Ich habe das Gerät jetzt so in der Hand. Zugegeben, es ist die Plus-Version, also die ist ein bisschen größer. Aber wenn ich es jetzt ganz normal so in der Hand habe, dass das die untere Kante so in meinem Handballen liegt, dann komme ich hier gar nicht ran. Das heißt, ich muss mich jetzt langsam nach oben robben. Und jetzt wird er erkannt. Oh, jetzt kommt gleich die Fehlermeldung. Ihr Finger muss den gesamten Sensor bedecken. Ja, ich bin da jetzt wirklich noch nicht so ganz geübt, weil ich mir denke, daran könnte man sich schon gewöhnen. Aber man sieht, ich muss es eben deutlich höher anfassen, um da überhaupt ranzukommen. Und für Leute mit kleinen Händen wird es dann noch schwieriger. So. Was mir auch auffällt, die Iris, die war innerhalb von einer Sekunde registriert und das dauert jetzt schon wirklich ziemlich lange. So, ich könnte noch weitere Fingerabdrücke hinzufügen. Ich habe vorhin schon einen hinzugefügt. Kann den auch noch benennen. Kann hier noch einstellen, dass ich mich da auch bei Samsung Pass anmelde. Ja, bestimmte Apps von Samsung, vielleicht auch in anderen Ländern, das Samsung Pay kann das benutzen. Man kann sich bei seinem Samsung-Konto anmelden, aber das Wichtigste ist natürlich das Entsperren per Fingerabdruck. Also es hat funktioniert und ich denke, wir probieren es jetzt nochmal mit dem Entsperren auch nochmal. Ich lege das jetzt hier drauf. Ja, hat jetzt schon funktioniert, aber wie gesagt, so, wenn ich jetzt jemand bin, der das in der rechten Hand hält, das Handy, dann habe ich, ich weiß nicht, ob man sieht, natürlich noch das Problem, dass der Zeigefinger, wenn ich den Zeigefinger wie gewohnt nehme, dann muss der ja ganz schräg rüber. Ich weiß allerdings jetzt auch nicht, ja, ich könnte den Mittelfinger nehmen, aber ehrlich gesagt, der Zeigefinger, der zeigt ja, damit hat man eigentlich die beste Kontrolle. Also, ja, das finde ich jetzt noch nicht so ganz optimal. Ich denke allerdings, dass man wahrscheinlich sich nach einigen Wochen Gewöhnung damit durchaus arrangieren kann. Aber man muss sich halt so ein bisschen umstellen. Es ist hinten, nicht vorne. Wenn das Gerät auf dem Tisch liegt, muss ich es also erst umdrehen. Mein Tipp wäre, dass man eben so beide Entsperrmöglichkeiten einrichtet. Iris-Scanner
und Fingerabdrucksensor und in Innenräumen und wenn es jetzt nicht zu starke Sonnenstrahlung gibt oder Spiegelung durch irgendwelche starken Lampen, dann funktioniert das, hat auch bei mir mit der Brille super funktioniert. Und so, dass man im Alltag meistens dann die Entsperrung per Iris-Scan nimmt und zusätzlich eben auch den Fingerabdruckscanner, weil es gibt sicher auch Situationen, wo das dann vielleicht besser funktioniert. Das Gute am S8 ist, man hat beide Möglichkeiten. Es gibt zusätzlich sogar noch einen Gesichtsscan, der eigentlich nicht die ganz hohen Sicherheitsanforderungen erfüllt. Der soll dann auch funktionieren, wenn man einfach nur so schräg rüber guckt. Aber das war erstmal der Eindruck vom neuen Fingerabdruckscanner.